Jetzt muss ich da hoch. Gut. Bin ich mit einverstanden. Ja, an welche Ebene? Gehen wir erstmal die Ebene 1. Hallo, ich sag Ebene 1. Ach, ich bin in der Ebene 1. Dann in die Ebene 2. Achtung, bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Ein zuständiger Techniker wurde informiert. Ja, ich. Hier lang? Ja. Ich will gar nicht wissen, was man denn... Isaac, mach uns wieder ganz. Wo? Ihr Hurensöhne. Stase! Einmal Stase zum Mitnehmen, bitte. Dankeschön. Könnte ich eigentlich mal aktivieren? Ich glaube, ich habe schon zwei. Ja. So. Füllt auch ganz auf. Das ist cool. Und jetzt muss ich wieder raus. Oh Gott, ich habe Angst. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil diese Situation gerade so abgefuckt rüberkommt. Der arme Hammond, ich tue alles für ihn. Wenn er mich später hintergeht, dann nehme ich seinen dunkelhäutigen Arsch und reiß ihn in 30 Teile auseinander, Bruder. Gut, wir können speichern, das ist immer ganz schön. Ja, speicher. Öffne mal. Oh Gott, was war das für ein Licht? Lalalala. Nehmen wir mal hier den Sack mit voll. Bullshit. Nimm das! Dann sind das viele. Hast du Munition für mich, Bruder? Nein, hast du nicht. Was bist du denn für ein Mensch? Aber ihr habt Munition für mich. Ich kann's riechen. Es riecht nach Furz. Oh Gott, ich sag jetzt schon so kaum was nur noch. Tut mir leid, Leute, wenn ich nicht so guten Gesprächsstoff abgebe, aber ich bin... Oh, ein Fuß. Schon sehr... Noch ein Fuß, cool. Sehr, sehr fertig mit diesem Game. Also jetzt nicht fertig von der Story her, sondern fertig vom Kopf her. Das macht mich einfach nur krank. Hui! Eintritt Schwerelosigkeit. Schnell wieder zu, oh Gott. Stirb! Eintritt Schwerelosigkeit. Oh Gott. Geh weg! Geh weg! Nehmen wir das schon mal mit. Fahren wir das mal dahin. Nehmen wir dich mal mit. Fahren wir dich mal auch so in die Richtung. Wo war der andere? Da fliegt er doch. Und feuern wir ihn mal auch hier hin. Ende der Schwerelosigkeit. Gib mir alles, was ihr habt. Kleingeld, Rotgeld, auch wenn es auch Kleingeld ist, aber ich will alles. Alles, ich bin
nicht zufrieden mit dem, was ich schon habe. Hui. Müssen wieder klarkommen. Wo bin ich hier? Erstmal auf den Boden der Tatsache wieder zurück. Weiß, dass da jemand ist. Brauchst dich gar nicht zu verstecken hier. Wey. Was? Ach da. Ich hasse diese Passagen, wo man keine schwere Bewegungsfähigkeit hat. Wo man keine Schwerkraft hat, das ist immer so. Ich habe da keinen Orientierungssinn. Okay, wir scheinen wieder beim Antrieb zu sein. Luftfiltersystem noch aktiv. Das Betreten der Filterungsröhren ist äußerst gefährlich. Danke für diese Information, Miss. Ich sag was, was ich schon längst wusste. Hallo? Hallo, Security. Ach, Gott sei Dank. Hier spricht Dr. Cross. Ich bin in der Hydrostation und versuche Second Engineer Jacob Temple zu orten, komme aber nicht durch zum Maschinenraum. Natürlich weiß ich, dass auf dem ganzen Schiff medizinische Alarmstufe ist. Deshalb suche ich ihn ja. Nein, für den Augenblick sind wir sicher. Aber die Monorail ist defekt und wir können nicht zu den Rettungskapseln. Hallo? Hm. Das war schon mit der Frau. Die hat wohl keine Chance mehr hier. Gehen wir mal hier runter. Bla 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 bla. Da ist so ein Ding, was ich kaputt haben muss. Und ganz viele explodierende Fässer, die ich wahrscheinlich gleich brauchen werde. Bam! Gott! Wie soll ich das schaffen? Warten wir erstmal auf den nächsten Feuersturm. Und dann renne ich da durch wie noch nie. Geh durch, geh durch, geh durch. Geh durch, geh durch, geh durch. Oh Gott, nein! Nur wegen dir, du Hurensohn! Du Bastard! Wasch meine Mutter, hä? Wasch meine Mutter. Was verteidigst du, diese Missgeburt? Hä? Du Wässcher! Kleiner! Arschgefickter! Nuttenpreller! Ja. Schnell wieder. Wie viele muss ich noch von denen umbringen? Ah, so viele. Nicht dein Ernst, ne? 4 Stück noch. Habe ich erst 4 umgebracht von denen? Waren es 8 Stück? Oh Gott. Oh Gott. Mein Inventar ist voll. Yo, das war's ja auch mal seit langem wieder, nicht? Brauche ich einen Medipick? Was haben wir denn da? Hey, was ist das? Brennstoff. Damit. So einen Rotz brauche ich nicht. Da ist ein Medipick schon ein bisschen mehr wert in meinen Augen. Coolen Energieknoten. Yay. Okay, brauche ich eh nicht. Da kann man jetzt tauschen. Die Pokémon-Karten. Weg mit dir. Und nehme das gerade mal mit. Mir fällt auch gerade wieder ein, ich muss noch ein bisschen Geld sparen für den nächsten Anzug. Der ist ja auch schon bald wieder am Start. Aber ich gehe mal davon aus, dass er bald am Start ist. So. Das war die Ebene 2 und jetzt muss ich noch zur Ebene 3, oder wie? Oh Gott, ich hab so Angst.
Ich merke auch gerade, dass ich den Teamspeak bin. Wenn jetzt jemand mit mir im Channel ist, denkt er sich auch nur, oh Gott, was ist das für ein Spassi? Er redet dir die ganze Zeit mit sich selber. Ich muss sagen, diese Kapitel sind echt lange. Die Kapitel davor waren gar nicht mal so ultra lang. Obwohl ich brauche eigentlich für ein Kapitel so circa 45 Minuten. Wenn ich nicht gerade an jeder Stelle um die Ecken schleiche. 10 Kilotonnen schwere Masse im Lebensmittellager registriert. 10 Kilotonnen! Ass! Was ist das? Soll das wieder für ein Krebsgeschwür sein? Gott, wo bin ich jetzt gelandet? Einfach schnell durchrennen. Oh Gott! Was hat denn der da im Kopf? Schnell wieder raus. Keine Lust, mich mit so halben Portion zu beschäftigen. Ich habe so das Gefühl, wir werden diesen Leviathan noch so bald kennenlernen. Oder Leviathan, wie ich es gerne sage. Muss ich überhaupt lang? Ja. Schnell durch. War ich hier drin schon? Ah, hier ist die Werkbank. Gucken wir mal, was wir wieder aufrüsten können. Weil ich glaube, wir haben zwei Energieknoten und ich würde sagen, wir gehen mal langsam Richtung Rick wieder. Ich bin ganz zufrieden damit, wenn man viel Leben hat. Dann muss man sich nicht so viele Sorgen machen, dass man irgendwie falsch... Oh Gott, ich hätte eigentlich auch mal ein bisschen Luft skillen können, aber... Naja. Wayne interessiert's. Oh Gott. Gucken, was der Shop wieder zum Anbieten hat. Soll ich mein Geld für den nächsten Anzug sparen? Ja, komm. Ich glaube, der nächste Anzug, der ist sogar bald da. Speichern wir hier mal ab. Schauen wir dann noch, ob Hammond überhaupt noch lebt oder ob er hier noch bei uns ist, aber ich glaube irgendwie nicht. Hammond war hier draußen, ne? Okay. Hammond ist tot. Der arme Alter. Ich könnte auch nicht liegen. Was haben wir hier? Audio, Textbook. Bericht aus dem Chemielabor. Elizabeth, sicherlich wissen Sie bereits von den organischen Wucherungen, die in einigen Teilen des Schiffes aufgetreten sind. Ich habe die Substanz untersucht und dachte, die Ergebnisse könnten Sie interessieren. Die Zellen ähneln am ehesten denen von Bakterien mit viralem Verhalten. Viral. Wie bei Bakterien infiziert der Organismus andere Zellen durch Somose. Bläh. Mutiert dann und reproduziert sich durch Agamogonie. Was sind das für Begriffe? Erstaunlich hierbei ist die Geschwindigkeit, mit der die Substanz wächst. Ein einzelnes Bakterium reproduziert sich in nur einer Minute bis zu 20 Mal. Etwas Vergleichbares ist mir noch nicht untergekommen. Ich würde meinen Ruf nicht darauf verwetten, aber ich möchte meinen, dass wir es hier mit einer echten außerirdischen Lebensform zu tun haben. Professor Harvey glaubt, es könnte ein Habitattransformer sein. Die Mengen an Gasausdünstungen sind enorm, warum es auch so übel riecht. Aber welchen Zweck es dienen könnte, wissen wir einfach nicht. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Heinrich. Danke, Heinrich, für diese tolle Information.